Hallo ihr Lieben, nicht wundern, meine Bücherregal-Tour beginnt nicht am Bücherregal, sondern mit mir hier. Mein Bücherregal-Video kommt jetzt heute endlich online, was ich euch ja schon sehr, sehr lang versprochen habe. Und ich dachte, ein paar Fakten am Anfang sind auch nicht verkehrt. Ich wurde letztens nämlich gefragt, wie viele Bücher ich eigentlich besitze. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, mal meinen Sub zu zählen und alles andere zu zählen. Und gebe euch ganz kurz die Stände durch. Und zwar aktuell, Stand heute, 8.4., habe ich auf meinem Sub 15 E-Books und 98 richtige Bücher. Das heißt, ich bin wieder unter die 100 gekommen, was die richtigen Bücher betrifft, was mich sehr, sehr freut. Ansonsten, von den gelesenen Büchern habe ich 216 Bücher aktuell zu Hause und 40 E-Books. Ich habe letztes Jahr ungefähr 80 Bücher aussortiert insgesamt. Also letztes Jahr und Anfang diesen Jahres sind halt einige Bücher auch wieder bei mir ausgezogen, die nicht mehr da sind, die ich nicht mehr haben wollte. Und ja, wie gesagt, aktuell 216 gelesene Bücher und 98 ungelesene Bücher, die sich aktuell hier in meinem Besitz befinden. Das ist eine ganze Menge. Ich habe über 300 Bücher in meiner Wohnung und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich die hier untergekriegt habe. Das soll es von mir vorab zur Info gewesen sein. Ihr kriegt jetzt 300 Bücher ungefähr zu sehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, ich bin jetzt vor meinem Bücherregal und wie immer fangen wir oben an. Ich halte die Kamera diesmal in der Hand, also falls es etwas wackelig wird, entschuldigt, aber es geht nicht anders. Dieses Regal ist zu hoch. Das hier sind meine Percy Jackson Bücher, die habe ich von meinem Schatzi alle vor 2 Jahren zum Geburtstag bekommen. Ich finde den Schuber wunderschön und ja, ich mag ihn total. Dann haben wir hier meinen Rubinrot-Schuber und die Bücher sind auch wirklich ganz, ganz toll und ich finde die mega gut und die Filme, die es dazu gab, die sind leider nicht so doll. Aber naja, die Bücher sind echt richtig, richtig gut. Dann haben wir hier die Harry Potter Bücher und die reichen wirklich fast bis zur Decke. Und die habe ich ja jetzt erst dieses Jahr beendet, diese Reihe. Und ja, Harry Potter gehört halt irgendwie einfach da dazu und sollte man halt mitgelesen haben. Dann haben wir jetzt hier noch von Maggie Stiefvater nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen und das Spin-off quasi dazu, Schimmert die Nacht. Ich mochte die Reihe eigentlich ganz gerne, aber sie war ein bisschen langweilig. Also da ist halt so von der Story her nicht so viel passiert. Ansonsten haben wir hier noch ein fertig gebasteltes Buch und das eine ist so ein Pappbuch vom Ravensburger Verlag. Kommen wir zum nächsten Regalfach und zwar ist das mein Laura Newman Regal. Hier habe ich alle Bücher von der lieben Laura stehen. Also Another Day in Paradise und Anyone Dies in Paradise, das ist die Laura im Übrigen. Und ihr neuestes Buch, This New World, finde ich ganz, ganz toll, habe ich jetzt erst gelesen. Jonah, ich glaube, das ist so fast von allen das Lieblingsbuch von Laura. Und dann haben wir hier mein signiertes Goodiebag, ich stelle die mal rüber. Und dann haben wir hier noch Die Nachtsonne, alle 3 Teile und Coherent. Ich überlege wirklich, ob ich mir von der Nachtsonne die 9 Teile nochmal kaufen soll, weil ich die Cover so schön finde. Ich meine, ich mag auch die Cover hier von der Nachtsonne, ja, also ich finde die auch echt schön, aber die anderen sehen auch echt einfach mega cool aus. Ja, und ich wackle total, es tut mir voll leid. Bleiben wir hier oben erstmal. Das ist meine Deko-Kunstblume, ich schiebe die mal rüber. Hier haben wir die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, also wie Mond ist so silbern, wie Blut so rot, wie Sterne so golden und wie Schnee so weiß. Diese Cover sind jetzt nicht wirklich schön, ich kann es ja mal rausziehen, eins. Also hier sind jetzt nur so kleine Würfe drauf, als Hinweis quasi, was für eine Märchenadaption das jetzt ist. Den ersten Teil gibt es inzwischen auch als Taschenbuch, da ist das Cover echt viel schöner. Aber ich liebe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, die sind ganz, ganz toll. Das ist eine Science-Fiction-Jugendgeschichte und wie gesagt, es sind alles Märchenadaptionen und ich finde, man erkennt in jeder Geschichte das einzelne Märchen. Und nicht wundern, dass ich hier einen blauen Fleck auf der Hand habe, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, so. Dann haben wir hier noch die Brimston Bleed-Reihe. Ich muss das wieder rüberschieben. Dann haben wir hier noch die Brimston Bleed-Reihe von Victoria Scott. Also das ist der 2. Teil Salz und Stein. Dahinter verbirgt sich jetzt noch der 1. Teil Feuer und Flut. Und da dahinter ist noch versteckt Grisha von Leigh Bardugo. Aber ich habe von Grisha nur den 1. Teil als richtiges Buch. Man bekommt den 2. und 3. Teil nicht mehr zu kaufen. Also es gibt ihn bei Medimops manchmal noch für 200 Euro oder so. Und nein, also habe ich mir da den 2. Teil von Grisha jetzt auf jeden Fall als E-Book gekauft. Deswegen habe ich es jetzt erstmal mit da dahinter versteckt, weil, ja, huch, ich die Reihe ja sowieso als Bücher jetzt erstmal nicht voll bekomme. Und das ist ja eine Dilogie im Moment. Aber ich hoffe, dass hier der 3. Teil echt irgendwann mal geschrieben wird und erscheint. Jo, dann haben wir hier meine Jennifer Istep Bücher. Ich habe auch die Mythos Academy von Jennifer Istep gelesen, aber die hatte ich mir von einer Kollegin ausgeborgt. Und kleiner Fakt am Rande, wer ein Fan von der Mythos Academy ist, es kommt im Oktober eine Spin-Off-Reihe zur Mythos Academy. Die heißt
Bitter Frost, der erste Teil. Und da geht es um die Mythos Academy in Colorado. Nur mal so als Fakt am Rande. Ja, Black Blade habe ich gelesen. Da fehlt mir noch der zweite und dritte Teil. Den muss ich jetzt echt mal lesen. Und das sind die ersten vier Teile der Elemental Assassin-Reihe. Da habe ich den fünften und sechsten schon da. Muss ich aber auch echt mal noch lesen. Ich finde die Reihe hier ganz, ganz toll im Übrigen. Die haben aber ab dem sechsten Band neue Cover bekommen. Aber ich glaube, das hing damit zusammen, dass ab dem sechsten Band quasi die zweite Staffel von der Reihe anfing. Deswegen, egal. Ja, nur so als Hinweis. So, kommen wir jetzt zu meinem Jennifer L. Armentrout Regalfach. Also hier ist komplett die Obsidian-Reihe inklusive Oblivion. Ich glaube, ich brauche die Cover jetzt nicht nochmal so weit zeigen. Also ich glaube, die kennt jeder hier mit diesem glitzerigen Cover. Ich finde die echt wunderschön. Ich liebe diese Cover, die sind richtig toll. Ja, dann habe ich Baby Groot gerade verdreht. Entschuldigung. So, Baby Groot mit Wackelkopf. Ja, und dann haben wir hier noch die Dark Elements-Reihe. Man sieht mich. Hallo. Dann haben wir hier noch die Dark Elements Reihe. Der zweite Teil ist da mein Lieblingsteil. Ich finde die Reihe ganz, ganz toll. Ich liebe sie. Sie ist so toll. Ihr müsst sie unbedingt lesen. Ich liebe diese Reihe. Roth ist so gut. Ja, also das ist mein Jennifer Armentrout Regalfach. Dann gehen wir mal eins rüber. Da haben wir so ein bisschen meine New Adult Erotik, Liebesroman, Bücher. In dem Regalfach hier stehen sonst eigentlich auch noch Bilderrahmen, aber die habe ich jetzt schon mal rausgeräumt. Hier haben wir die Daughters of Darkness von Bianca Iosiboni. Die habe ich ja letztens erst vorgestellt. Die ziehe ich jetzt nicht nochmal mit raus. Dann haben wir hier Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Dahinter ist jetzt noch quasi Hohlraum, weil da warte ich jetzt, dass der zweite Teil rauskommt. Der kommt im Juni, da freue ich mich schon sehr. Dann haben wir hier von Liza Raven die Bad Romeo und Broken Juliet Reihe, also wohin du auch gehst und ich werde immer bei dir sein. Die fand ich auch ganz, ganz toll. Ich habe mich echt gut amüsiert mit den Büchern. Ich habe da sehr viel gelacht und ich hatte da auch sehr, sehr viele Fremdschämen-Momente bei diesen Büchern. Ja, ich mag sie total gerne. Dann haben wir hier von Mona Kasten Begin Again und Trust Again. Begin Again war nicht so mein Fall. Trust Again war da echt schon um einiges besser. Dann Zurück ins Leben gelegt von Colleen Hoover. Und dann natürlich die Erbin von Simone Arnstedt. Und da dahinter steht jetzt noch Ein einziges Geheimnis. Und ich lese ja aktuell gerade den dritten Teil von der Erbin. Der kommt dann hier auch noch mit hin. Ja, ich finde die Erbin im Übrigen echt toll. Also der erste Teil ist bisher echt mein Lieblingsteil. Und ich glaube, das bleibt da auch von dieser Reihe. So, gehen wir mal ein Regal weiter runter. Ich nehme mal Jenny und mich weg. So, hier haben wir die Rote Königin von Victoria Aveyard. Hier fehlt mir noch der zweite Teil, der dritte kommt im Juli, also ich werde das dann weiterlesen, wenn die Reihe dann komplett ist. Dann haben wir hier Das Juwel 1 und 2, da kommt der dritte Teil jetzt Ende April raus, da freue ich mich schon drauf, dass ich die Reihe dann beenden kann. Dann haben wir hier Als ich dich suchte von Lauren Oliver, das Buch hat mir leider nicht so gefallen, aber es ist ein Einzelband, von daher ist das abgeschlossen. Dann haben wir hier Diabolik von S.J. Kincaid, ich kann das ja nochmal kurz rausziehen. Aber ich fand das Cover echt cool und es reflektiert auch echt extrem. Aber dieses Buch ist echt ganz, ganz toll und ich würde sagen, dass das Buch so bisher mein Jahreshighlight auf jeden Fall ist. Ich fand die Charakterentwicklung der Protagonistin so toll, ich fand die Story gut und ja, dieses Buch war für mich echt rundum perfekt und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz toll. Lest dieses Buch. Ich liebe es. Und es ist kein Einzelband, das wird eine Reihe. Juppie! So, jetzt habe ich hier Wir fliegen, wenn wir fallen schon verschoben. Steht normalerweise so. Und dieses Buch war auch ganz, ganz toll. Es war auch bisher eins meiner liebsten Bücher dieses Jahr, die ich gelesen habe. Dann haben wir hier die The Darkest London Reihe von Kristen Callihan. Die habe ich ja auch letztes Jahr beendet und ich fand die Reihe so gut. Also der letzte Teil, das ist der hier Winterflammen, der hat mir dann nicht mehr so gefallen. Und ich stelle gerade fest, dass meine Bücher total unsortiert in den Regalen stehen. Gott, naja, egal. Ja, auf jeden Fall Winterflammen hat mir nicht mehr so gut gefallen, aber hier der Kuss des Feuers, das ist der erste Teil. Der ist so gut. Das ist auch eine Urban-Fantasy-Reihe mit Erotik und das spielt im 18. Jahrhundert. Also wer da mal Bock auf sowas hat, dem kann ich diese Reihe wirklich nur empfehlen. Die ist ganz, ganz toll. Ich habe jetzt auch Game On von Kristen Callihan. Das ist so eine New Adult-Reihe, so eine College-Football-Geschichten-Reihe. Die habe ich jetzt auch noch da, die will ich jetzt auch noch demnächst lesen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. So, rutschen wir wieder eins rüber. Kommen wir zum nächsten Regalfach. Hier habe ich meine Lesezeichen alle stehen und meinen Mini Cooper. Ich liebe Mini Cooper. Ja, hier haben wir die Tribute von Panem. Ich glaube, ich hatte es schon gefühlt tausendmal gesagt. Meine Schutzumschläge sind nicht mehr da, weil die für meine schwimmenden Bücherregale herhalten mussten. Die seht ihr dann drüben gleich. Und ja, das sind die Tribute von Panem. Die Bücher sehen halt ohne Schutzumschlag sehr unspektakulär aus. Also ja, nichts, was man jetzt so zeigen müsste. Dann haben wir hier die Talon-Reihe, also alle drei Teile, die bisher erschienen sind. Da freue ich mich auch schon auf den vierten, weil das Ende von dem dritten hier, das war echt mega, mega fies.
Dann Rat der Neuen von Veronica Roth fand ich ja auch nicht so gut. Infernale habe ich jetzt diesen Monat ja auch aus Bände. Der zweite Teil, fragt nicht, guckt in die Reihenvorstellung. Dann haben wir die Göttlich-Reihe von Josephine Angelini. Die Reihe habe ich echt geliebt. Der zweite Teil war ein bisschen lang, aber diese Reihe liebe ich. Also ich kann die euch echt nur empfehlen. Ich kann euch ja nochmal so ein Cover zeigen. Ich finde die Cover cool. Und ja, der erste Teil, Göttlich verdammt, war damals echt mein Lese-Highlight in dem Jahr. Ich habe dieses Buch total gefeiert und ja, finde die Reihe ganz, ganz toll. Ein Regalfach weiter unten seht ihr mich, Sina und Annika. Ich räume uns auch mal beiseite. Hier haben wir die Passage-Trilogie von Justin Cronin. Der Übergang, die 12, die Spiegelstadt. Die Spiegelstadt habe ich letztes Jahr auch mitgelesen und die Reihe damit beendet. Wer Bock hat auf eine richtig gute, epische Geschichte, sollte sich die Passage-Trilogie von Justin Cronin auf jeden Fall angucken. Ich feiere diese Reihe total und sie hat insgesamt 3000 Seiten und das ist echt heftig viel. Dann haben wir hier noch Untot von Kirsty MacKay. Das ist Teil 1 und Teil 2. Hier bete ich, dass irgendwann mal ein dritter Teil kommt, denn das ist eine Zombie-Jugendgeschichte auch und die ist ganz, ganz toll. Die ist so witzig und ja, ich kann die euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf Zombie-Geschichten habt, lest Untot. Das ist so gut. Also ich habe da so gelacht bei dieser Reihe. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. In diesem Regalfach haben wir wieder mal einen Kerzenständer. Hier haben wir die Shatter Me Trilogie von Tahereh Mafi, also Fürchte mich nicht, rette mich vor dir und ich brenne für dich. Dann haben wir Angel Fall 1 und 2, die liebe ich auch echt total, die beiden Bücher, die sind ganz, ganz toll. Dann Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, mein Jahreshighlight 2016. Ich finde diese Reihe, also ich finde diese beiden Bücher so unglaublich gut. Das ist so eine gute Geschichte. Das ist eine High-Fantasy-Liebesgeschichte und das ist Mädchen-High-Fantasy. Also wer mal High-Fantasy lesen möchte, sich aber so an normale Geschichten nicht rantraut, sollte sich diese beiden Bücher hier definitiv kaufen. Die sind so, so gut. Ich feiere diese beiden Bücher total. Dann haben wir hier Throne of Glass 1 bis 3. Da muss ich auch mal weiterlesen. Den vierten Teil habe ich noch nicht gelesen. Ich schrecke aber so ein bisschen momentan davor zurück, weil gerade hier im dritten Teil hat es mich schon genervt, dass da so viele Handlungsstränge aufgekommen sind und man eigentlich nicht mehr so viel erfahren hat über die eigentlichen Charaktere aus dem ersten Teil. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Deswegen schrecke ich hier noch ein bisschen davor zurück, weiterzulesen. Dann haben wir Alice im Zombieland und Rückkehr ins Zombieland. Das ist der erste und der zweite Teil dieser Reihe. Es gibt noch einen dritten und einen vierten. Die sind aber, glaube ich, mehr Spin-off zu diesen beiden Büchern. Ich hoffe, dass der Verlag vielleicht 3 und 4 auch noch mit diesen neuen Covern hier nochmal rausbringt, weil ich finde die echt cool. Die sehen richtig cool aus. Und sonst müsste ich mir den dritten und vierten Teil mit den alten Covern kaufen. Und das wäre echt irgendwie blöd. Dann haben wir hier noch Schnee wie Asche und Eis wie Feuer. Auch hier die Cover finde ich richtig cool. Ich finde das so mega schön hier mit dem. Gefällt mir richtig gut. Da warte ich jetzt auch noch auf den dritten Teil von dieser Reihe. Dann haben wir hier noch dieses Regalfach. Hier ist mein Gryffindor-Lesezeichen. Ich habe das nicht in Benutzung, weil dieses Siegel hier oben so schwer ist, dass jedes Mal, wenn ich das Buch aufklappe, das Lesezeichen rausknallt. Deswegen habe ich es da einfach nur stehen. So, hier haben wir meine Biss-Bücher. Ich möchte sie auch gerne irgendwann nochmal readen. Ich feiere Edward und Bella immer noch total. Ich bin da ein Fangirl hoch 10. Die Filme finde ich inzwischen nicht mehr so cool, deswegen ich möchte die Bücher gerne nochmal lesen und gucken, wie mir die Bücher heute gefallen würden. Dann haben wir hier Asche und Phönix, das habe ich ja letztens erst mit Annika gelesen. Und dann haben wir hier noch die Flammenmädchenreihe von Samantha Young. Da fehlt mir noch der vierte Teil, dass ich diese Reihe beenden kann. Den muss ich mir echt irgendwie mal noch mitkaufen, die Tage. Dann gehe ich gleich mal noch eins weiter runter, dann sind wir mit der Seite hier nämlich fertig. Hier haben wir Schattentraum, den zweiten Teil von Mona Kasten. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich mir den damals gekauft habe als Buch. Ich habe die anderen alle als E-Book. Auch den zweiten habe ich als E-Book. Ich kann es nicht mehr sagen. Hier drin ist Light und Darkness von Laura Kneidel. Ich hatte diese Tasche zu klein genäht. Da passen wirklich nur Impress-Taschenbücher rein. Deswegen, und da ich nur dieses eine kleine Impress-Taschenbuch habe, ist es halt da drin und bleibt halt da drin. So, dann haben wir hier Game Maker von Cressley Cole. Dieses Buch fand ich nicht gut. Aber Niki hat gesagt, dass der zweite Teil so, so viel besser ist und ich werde mir den zweiten Teil irgendwann nochmal mit kaufen und lesen und der dritte kommt jetzt auch irgendwie im Mai, glaube ich, raus und wenn mir der zweite fällt, kaufe ich mir den dritten, dann möchte ich diese Reihe natürlich komplett im Regal haben, auch wenn ich den ersten Teil wahrscheinlich nie wieder lesen werde, aber das ist halt so eine Macke, ne? Und deswegen habe ich den noch nicht aussortiert. Also mal gucken. Dann haben wir hier Der Winter der schwarzen Rosen von Nina Blajon. Das ist nicht mein Buch, das ist Sina ihr Buch. Das habe ich nur zur Verwahrung bis in 3 Wochen, bis Sina kommt und sich das Buch abholt. Nina Blajon habe ich
Zweilicht gelesen letztes Jahr mit Sina zusammen. War ganz nett, aber ich habe jetzt danach nicht nochmal den Drang verspürt, was anderes von Nina Blanchard zu lesen. Deswegen habe ich auch dieses Buch nicht gelesen. So, dann haben wir hier drüben die Bestimmung. Ja, ich glaube, zur Bestimmung brauche ich nichts mehr sagen. Super toll, war ganz okay, absolut schlecht. Ja, ich sehe auch gerade, warum habe ich hier Goldmann CBT? Sehr irritierend. Naja, auf jeden Fall haben wir dann hier noch mein Fitzek-Amok-Spiel. Auch das Buch fand ich echt richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Das ist kein ekliges Buch oder sowas wie der Augensammler, sondern mehr so wirklich so ein kleiner Thriller, nur einfach mit Entführung und so. In diesem Regalfach haben wir meine Kalendergirl-Bücher. Den dritten und vierten Teil habe ich gerade ausgeborgt an einer Arbeitskollegin. Und dann haben wir noch die drei Shades of Grey-Teile. Ich mochte den zweiten Teil von Shades of Grey wirklich total gerne. Der erste war so, naja, komm. Der zweite war wirklich richtig gut und der dritte war einfach nur, naja, etwas langweilig und nervig, aber egal. Was will man machen? Mehr steht hier nicht, dann steht hier nur noch so meine Leseprobenbox. Also hier habe ich alle meine Leseproben drin und natürlich nochmal so ein Kerzenständer. Damit kommen wir zum untersten Regalfach hier. Da steht Kevin und passt auf mein Noel auf. Dann haben wir hier noch Verlorener Stern von Mona Silver, dieses Buch. Naja, sprechen wir nicht weiter drüber, war absolut nicht mein Fall. Das muss ich echt mal noch mit aussortieren. Dann haben wir Noel und Noel von der lieben Niki. Niki, dieses Buch steht hier unten, weil es nirgendwo reinpasst. Nicht wundern. Dann haben wir hier noch Voll erwischt von Ellen Sommer, Herrchenjahre. Jeder Hundebesitzer, der denkt, er hat einen absolut unerzogenen Hund und einen Hund, der nicht hört und er verzweifelt, sollte sich dieses Buch durchlesen. Es ist echt eine gute Motivationshilfe und es lässt einen doch noch hoffen. Also ich finde dieses Buch ganz, ganz toll. Da haben wir noch Beastly von Alex Flynn und dann will ich mir die anderen beiden Teile Kissed und Magical auch noch kaufen. Magical habe ich gelesen, fand ich ganz cool. War eine tolle Geschichte mit einem überraschenden Ende, aber Kissed habe ich noch nicht gelesen, deswegen muss ich mir da diese beiden anderen Bücher auch mal noch mitkaufen. Aber naja, ihr wisst es ja, wie das immer ist mit dem Kaufen. Damit wären wir dann bei diesem Bücherregal jetzt hier erstmal am Ende und wir gehen mal rüber zu meinen Taschenbüchern.